Ja, willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es ein Tutorial. Ein Tutorial zum Thema Pyring Technik. Für Anfänger direkt geeignet. Denn heute will ich zeigen, was braucht man alles für Pyring Techniken, wie geht das und noch ein paar Tipps zu erklären. So, wenn ihr das mal probieren wollt, schaut euch das Video an bis zum Ende, dann erfahrt ihr eine Menge davon und das kann wirklich jeder. Es macht riesen Spaß. Guckt euch das an. So, als erstes, was brauchen wir dafür? Natürlich brauchen wir Farben. Da kann man verschiedene Farben nehmen. Jetzt zum Beispiel von Antina. Gibt es verschiedene. Die sind auch recht preiswert. Habe ich letztens einen Test gemacht über Antina-Farben. Ich drucke euch in der Beschreibung hier oben. Ich glaube, hier müsste es dann sein. Ist das dann der Link dazu? Könnt ihr euch das angucken? Kann man nehmen. Man kann auch jetzt hier sehr gute Farben, was ich Erfahrung gemacht habe, sind die Farben von Amsterdam. Amsterdam Serie Acrylic. Die sind sehr deckhaft, kosten aber ein bisschen mehr als die Artina Farben. Aber wenn man halt besondere Effekte machen will, sind das hier wirklich die Premium Farben. Also das ist wirklich Hammer. Also kann man eine Menge machen. Als Tipp würde ich machen, wenn man anfängt mit dem Pyring, kauft euch keine teuren Farben. Nehmt erstmal normale, einfache Farben aus dem Discounter oder aus dem Kick oder dem Teddy. Da gibt es auch irgendwie Farben. Hier habe ich auch welche. Muss ich hier noch kurz mal gucken. Die waren, glaube ich, vom Kick. Die gibt es für 1 Euro 75 Milliliter ungefähr teilweise. Guckt euch das mal an. Zum Anfang reicht das vollkommen aus. Wirklich. Also man muss jetzt keine teuren, also die Farben. Farbwerte, Euroskala geht ganz schön nach oben, aber das braucht ihr nicht. Ihr könnt mit den einfachsten Farben anfangen. Höchstens daran denken, dass es halt deckende Farben sind. Also nicht, dass die, weil sie müssen halt gemischt werden mit dem Pyrimedium oder mit Wasser, dass es dann halt nicht verwischt und dass die Farbintensität da ist. Also zum Anfang reichen normale Farben, sollten aber Acrylfarben sein, auf jeden Fall. Und die könnt ihr gerne verwenden. Ansonsten würde ich empfehlen, im Internet zu gucken, Artina oder es gibt noch andere Farben. Es gibt auch noch flüssige Farben jetzt hier von LM Kreativ zum Beispiel. Die sind auch schon flüssig, sind besser geeignet fürs Pyring-Medium. Also sie sind schon flüssiger, braucht man nicht so viel rühren. Aber Deckkraft erreicht man wirklich mit so richtigen festen Farben wie Amsterdam zum Beispiel. Ich habe alle Mittel selber gekauft jetzt hier. Ich mache jetzt keine Werbung für irgendjemanden, also bezahlte Werbung. Nein, das ist meine eigene Meinung, was ich dann also nicht vergessen. Ja, was braucht man dazu dann noch? Natürlich eine Leinwand. Die habe ich mir zum Beispiel beim Lidl Shop geholt. Die gibt es öfters mal im Angebot. Also alle Vierteljahr gibt es mal Malsachen auch zum Beispiel. Die Zalando. Diese Keilrahmen sind sehr gut. Preiswerter haben wir einen Doppelrahmen. Es ist 40x40. Hat 4,99 gekostet. Man kriegt verschiedene Größen. Es ist wirklich bombastisch. Die sind von der Qualität sehr gut und die kann man zum Anfang sehr gut nehmen. Guckt mal in euren Discounter um die Ecke, ob man da nicht irgendwie ein Angebot in den Werbung sieht. So. Ansonsten kann man auch im Internet bestellen, zum Beispiel vom Gerstecker, hier kleine. Mit denen werde ich halt auch dann jetzt diesen Test jetzt machen. Das ist Tutorial. Die sind auch sehr gut jetzt hier und sind auch ganz günstig. Kostet einer, glaube ich, 2,99, glaube ich, oder so. Ja, dann braucht man, wir wollen ja Pyring-Medium machen, also Pyring-Gießtechnik. Dazu braucht man natürlich Pyring-Medium. Hier gibt es auch verschiedene Anwendungen, verschiedene Produkte von sehr teuer bis preiswert. Angefangen habe ich mit einem reinen Pyring-Medium. Hier zum Beispiel noch Rikyo Design also. Die eignen sich sehr gut dazu. Man kann sie sehr gut dafür nehmen. Aber da kosten 500 Milliliter, was in der Flasche drin ist, 8,99. Und wenn man Pouring-Bilder macht, je größer die Bilder werden, umso mehr braucht man auch davon. Also eine Flasche 500 Milliliter ist nach zwei Bildern, kann das 40 mal 40, ist es schon leer. Finde ich so nach anderthalb schon. Da wird es halt dann teuer. Deswegen
Deswegen würde ich empfehlen, nimmt auch Apuring-Ersatz. Man kann auch Vinylkleber nehmen. Dazu habe ich zum Beispiel auch einen Test gemacht jetzt hier, was ich auch hier oben verlinke, mit Artist Junior von Gerstecker. Das ist ein Vinylkleber, gibt es in drei verschiedenen Ausführungen, extra stark, der glänzt sehr gut nach dem Trocknen, will kleinere, feine Zellen. Oder den nehme ich jetzt zum Beispiel den weißen Kleber, der macht große, schöne Zellen, ist farbintensiv jetzt hier und ist so halb matt, sagen wir, wenn es ausdrücken. Dann gibt es noch einen blauen, der halt dann auch sehr schöne Ergebnisse erzielt, aber da werden die Farben noch ein bisschen kräftiger raus. Hervorgehoben, finde ich. Wir nehmen aber diesen heute von Artist Junior. Der ist sehr gut. Letztes Mal dann. Was benötigen wir dann? Natürlich brauchen wir dann, wir müssen die Farben mischen. Wir müssen das Mischungsverhältnis, ist halt schwer mal zu sagen. Ich würde halt dann sagen, jetzt hier ein Teil Farbe, ein Teil pure Medium mindestens und noch ein bisschen Wasser zu geben. Wenn nicht sogar zwei Teile pure Medium, weil die Farbe muss dann so zähflüssig sein, so wie so cremiger Honig, Flüssighonig aus. Das muss vom Löffel halt so runterlaufen, ganz gleichmäßig. Dann ist er fürs Pouring Gießtechnik sehr gut geeignet. Also wir brauchen dazu auf jeden Fall Becher. Man kann hier so Plastikbecher nehmen. Ja, ich weiß, die sind halt nicht ganz umweltfreundlich, aber man kann sie mehrmals benutzen. Wenn die Farbe geleert ist, lässt man den Becher stehen über mehrere Tage, bis er ausgetrocknet ist. Dann kann man die Farbe rausholen und im Hausmüll entsorgen, kann man den Becher wiederverwenden. Ich verwende meine Becher alle mehrmals. Also besser geht es eigentlich gar nicht so weit. Man kann auch Pappbecher nehmen. Die halten nicht so lange dann so weit jetzt hier, weil die gehen schneller dann kaputt, weil die weichen irgendwann mal ein. Dann muss man sie ja wegtun. Gibt es auch verschiedene Größen von den durchsichtigen Schnapsgläser. Es ist zum Beispiel jetzt ein 0,4 Liter, 0,04, Entschuldigung. Die kann man halt auch verwenden. Hat einen Vorteil, sieht dann schön aus, wenn man das in Videos macht, weil dann sieht man die Farben von außen oder so. Ist ein guter Effekt. Und jetzt gibt es verschiedene Größen. Kennt ihr, ich habe das bei Selkoch zum Beispiel gekauft gehabt. Da kann man halt alle Größen halt haben und damit halt dann schön machen. Aber Nachteil, die brechen natürlich auch sehr schnell, aber sieht halt schön aus. Aber nutzt sie halt mehrfach. Also es spart im Geldbeutel. Dann braucht man, um die Puringmedium anzurühren in den Becher, welche Spachtel. Die kennt ihr im Internet bestellen. Zum Beispiel auf Amazon gibt es so eine. Ihr kennt die alle vom Arzt, wenn man sagt, ja, machen Sie mal A, Zunge raus, A sagen. Diese Spachtel, die kriegt man im Internet oder bei der Apotheke um die Ecke zu kaufen, günstig. Die braucht man, kann man auch mehrmals verwenden. Man wischt immer die Farbe wieder ab, lässt sie trocknen und dann nimmt man sie beim nächsten Mal wieder. Ich habe zum Beispiel jetzt Schaschlikspieß genommen. Die werden eigentlich so verwendet, dann wird hier sie aufgespießt und man kann es hier festhalten. Ich nutze die, drehe die einfach um. Weil hier ist die breite Seite und die nehme ich ja zum Umrühren. Also die hatte ich auch mal bei Selkos gekauft gehabt. Ein bisschen großen Pack und 100 Stück oder so. Hat irgendwie 2 € gekostet gehabt. Und damit kann man halt wirklich gut, wenn man hier, man muss die Farbe ja verrühren mit dem Pouring-Medium, dass man es hier so einrollt. Dafür verwendet man das. Dann braucht man zum Beispiel, um Zellen zu bilden, fürs Pouring-Medium, brauchte man noch Silikonöl. Habt ihr bestimmt mal gehört? Es gibt in verschiedenen Ausführungen jetzt hier sind Silikontropfen. Ich mache bei meinen Bechern meistens so 2 bis 3 Tropfen rein. Das genügt vollkommen. Nehmt nicht zu viel davon. Mehr ist nicht besser, sondern eher ein bisschen weniger. Da habt ihr mehr Erfolg. Es gibt auch als Sprayform, man kann auch Silikonspray nehmen. Das kann man aber schlechter dosieren, weil ein Sprühstoß, man drückt ein bisschen länger drauf, kommt in der Farbe mehr drin und dann ist dann unterschiedliche Zellenbildung. Bei den gleichen Farben zum Beispiel. Deswegen, ich tendiere eigentlich zu den Tropfen, weil die kann man besser dosieren. Oder, kleiner Tipp, man nimmt das Silikonspray, man kann es wirklich dafür nehmen, aus dem Baumarkt, macht es in so einen kleinen Becher rein, sprüht es rein jetzt hier, dann ist es auch flüssig und dann kann man es halt mit einer Pipette zum Beispiel in die einzelnen Becher verteilen oder man nimmt halt einen kleinen Stab und lässt es so reintropfeln. Wenn man das jetzt nur reintropfen. Geht es auch, dann funktioniert es auch sehr gut. Aber so reinsprühen, das kann man halt, lohnt sich erst, wenn man so große, richtig große Becher hat, dann kann man auch das nehmen. Aber man kann es sehr gut nehmen, es macht sehr gute Effekte. Manche nehmen auch Präparate von Haaröl, wo Silikon drin ist. Das habe ich noch nicht probiert, werde ich beim nächsten Video mal probieren, die nächste Zeit. Das soll aber auch sehr gut sein. Ja, dann brauchte man noch auf jeden Fall was zum Abdecken. Puring ist eine Riesensauerei. Wirklich.
Es kleckert überall. Man muss aufpassen. Am besten, man muss wirklich hier alles abdecken, wenn man den Arbeitstisch jetzt hat, dass man sich dann halt wirklich alles abdeckt. Hole ich mir jetzt so eine Folie. Entweder man hat Zeitungspapier, legt man unter, das ist das Günstigste, weil Zeitungen hat man durch die Werbung im Briefkasten, die Wochenendzeitung immer drin, kostenlos, kann man auflegen, verwenden. Ansonsten, wenn ihr so eine Decken habt, die unterlegen, die abwaschbar sind, könnt ihr die auch nehmen. Ich nehme so eine Bassat, nicht Bassat. Damast-Tischtuch nehme ich zum Beispiel. Von Kaufland habe ich das gekauft. Ihr habt jetzt hier für 2,79. Da sind 10 Meter drauf, 1 Meter breit. Das reicht dann, lege ich runter. Dann hat es natürlich gleich weiße Oberfläche, sieht jetzt gut aus. Man kann das dann wieder trocknen lassen, das nochmal verwenden und dann Wetter machen. Ja, und dann ist noch ganz wichtig, Entschuldigung für den Krach, ganz wichtig ist dann auch, dass man jetzt hier Handschuhe braucht. Man braucht so eine Einmalhandschuhe am besten. Oder man nimmt halt dann auch alte Handschuhe dann jetzt hier, die man abwaschen kann. Und ich benutze die Einmalhandschuhe, versuche die auch mehrmals zu verwenden, aber die lassen sich schlecht anziehen. Die kriegt man in der Drogeriemarkt jederzeit jetzt hier. Und die braucht man ansonsten, wenn man es mit dem reinen Finger macht, ihr werdet sehen, es kleckert überall runter. Man hat es an den Fingern, an die Kleidung ran und dann kriegt man es ganz schlecht runter, wenn man es nicht schlecht sauber macht. Deswegen wirklich alles abdecken. Am besten den Fußboden drumherum um den Arbeitsplatz auch abdecken, weil es kommt definitiv Tropfen runter auf den Fußboden. Also macht es nicht auf den Teppich. Nicht direkt im Wohnzimmer. Ich mache es jetzt gerade hier im Wohnzimmer. Ich habe aber umgeräumt. Habe, wie gesagt, jetzt hier, wie gesagt, ausgelegt, dass was drunter liegt, Schutz drinne. Das werdet ihr dann gleich sehen. Und wenn was dagegen daneben geht, dann kann man es ja schnell wegwischen. Aber ansonsten nicht auf dem Perserteppich, weil der ist danach hin, wenn Tropfen runterfallen. Das ist nicht schön. Jo, das war's dann eigentlich erstmal. Dann richte ich erstmal alles an her. Dann sehen wir uns gleich nach dem nächsten Cut wieder, wo ich euch zeige, wie man das Puring-Medium mit dem Farbe zusammenmischt. Bis gleich. So, jetzt mischen wir uns die Farbe mal richtig an. Wichtig dafür, zieht euch Handschuhe an. Ganz, ganz wichtig. Wir brauchen Vinylkleber von Artist Junior. Den weißen nehme ich jetzt dafür. Dann nehme ich zum Anrühren einmal Farbe von Diatina zum Beispiel, die war sehr gut. Nimm einen kleinen Becher, nicht wundern. Ich rühre ja mehrere Farben an und das reicht dann vollkommen aus. Wird zusammengemixt, einen großen Becher, das reicht dann aus. Und nehme schon, wie gesagt, die Rührstäbe. Das ist, wie ihr seht, ist schon Farbe dran gewesen. Ich habe sie benutzt, ich benutze sie jetzt wieder. So, alles abdecken, damit nichts passieren kann. Dann zum Mischungsverhältnis muss man sagen, dass man halt es ausprobieren muss. Also am besten, man fängt an, ein Teil Farbe und ein Teil Pürierendes Medium dazugeben oder den Vinylkleber und dann noch ein bisschen Wasser dazugeben. Die Konsistenz muss dann so sein, dass es zähflüssig wird, wie so ein Honig. Jetzt gibt man mal ein bisschen was rein hier. So. Das reicht schon. Und jetzt macht man die doppelte Menge. Also man kann anfangen 1 zu 1, also dass man den gleichen Anteil jetzt hier an Puring Medium Technik reinmacht. Mit so einem durchsichtigen Becher kann man es am besten sehen. Das wäre jetzt 1 zu 1 mäßig. Sieht schon schön aus. Kann man dann schon mal verrühren. Wichtig, dass das Weiße dann wirklich verschwindet, dass wirklich ein Farbton wird. Und man muss so lange rühren, bis sich die Farbe richtig verteilt hat, wie ihr seht. So, dann Löffeltest. Er muss zähflüssig fließen. Also demzufolge machen wir noch mehr Puring Medium Technik rein. Vinylkleberin, war das auch nicht. Also ich nutze jetzt ein Mischungsverhältnis von 1 zu 2, ein Teil Farbe, zwei Teile Vinylkleber oder Puring Medium Technik. Das kommt auf das Puring Medium oder Vinylkleber an. Man muss, wie gesagt, testen. Also ich würde empfehlen, testet erst mit 1x1, also ein Teil Farbe, ein Teil Puring Medium oder Vinylkleber und dann wagt euch weiter ran, wie weit es halt, wie flüssig es wird. Weil je dicker die Farbe wird, umso schlechter fließt sie dann. Also sie muss leicht fließig sein. Ja, jetzt wird es schon ein bisschen besser, wenn man sieht hier. Dann macht man noch ein bisschen Wasser rein. Ich habe hier Wasser in so einer kleinen alten Puring Medium
Flasche reingekippt mit Dosierung, kann man besser rauskippen dafür. Aber nehmt bitte nicht zu viel Wasser, weil zu viel Wasser verdünnt die Farbpigmente und es kann dann, wenn es dann trocknet, das Bild die Farben, dass die Farben dann reißen und das Bild dann reißt. Das sieht dann nicht schön aus, also so wenig Wasser. Man kann destilliertes Wasser nehmen oder auch normales Leitungswasser. Also destilliertes Wasser, das kann man dann auch noch, wenn man Farbreste übrig hat, in Gläsern reinmachen, in Marmeladengläsern zumachen und noch ein paar Tage stehen lassen und beim nächsten Bild wieder verwenden. Ansonsten, das wird schon besser. Noch ein bisschen Wasser. Ansonsten könnt ihr ganz ruhig Wasser nehmen, sagen wir mal das Leitungswasser. Hat bloß einen Nachteil, wenn es länger steht, also nach 2 Wochen könnte es ein bisschen stocken und ein bisschen müffeln leicht, also wenn es abgeschlossen ist, weil kein Luft dran kommt. Aber ich habe jetzt meine Farben immer innerhalb von 2-3 Tagen aufgebraucht und habe keine Probleme gehabt. Also ihr könnt ganz normales Leitungswasser nehmen. So, wichtig, dass konsistent, dass er leicht so vom Stäbchen läuft, das macht er. Wir machen noch ein bisschen Touring rum, weil es soll ja schön fließen. Wie gesagt, da muss man sich ein bisschen anmessen, ausprobieren. Wichtig als Vergleich, er sollte so zähflüssig sein wie so cremiger, flüssiger Honig. Dann fließt das am besten. Und wenn ein bisschen mehr Touring Medium reinmachen oder Vinylkleber, wie hier mein Fall, als zu viel Wasser. Also Wasser, wie gesagt, nur einen kleinen Anteil reinmachen. So. Jetzt tropft er noch ein bisschen, kleines bisschen Wasser noch und dann ist er auch gleich fertig. Jetzt fließt er gut. Seht ihr es? Ach, ich bin zu hoch, Entschuldigung. Jetzt fließt er gut. Zwar noch ein bisschen, aber das ist schon ausreichend. Aber okay, ihr habt recht, ich mache ein kleines bisschen Vinylkleber rein, weil wir wollen dann schön Farbe haben, viel Farbe brauchen fürs Bild nachher. Deswegen testet es einfach aus, probiert euch das aus, es ist nicht schwierig. Jetzt ist gut. Das gesehen. Jetzt können wir es lassen. Wenn man dann noch möchte, dass halt Zellen sich bilden, so aufplatzen, so runde Zellen, macht man noch Silikonöl drin. Ich habe ja schon gesagt, also man kann hier Silikonspray nehmen. Ich nehme natürlich das Silikonöl. Das ist jetzt von Goya zum Beispiel. Macht nicht so viel rein. Zu viel ist auch nicht gut. Hier reicht 1 bis 2 Tropfen. Also kippt mal da mal rein. Na komm. 1, 2. Oh, ist 3 Grad reingekommen. Ist aber nicht schlimm. Das reicht jetzt. Dann rühren wir das halt nochmal leicht um. Nicht zu doll umrühren. Weil das kann wieder das Gegenteil bewirken. So. Die erste Farbe ist fertig. Ich rühre jetzt noch schnell die anderen Farben an und dann geht's los. Bis gleich. So, entschuldigt jetzt bitte die Tonqualität. Bei der Aufnahme ist leider der Ton abhandengekommen, deswegen muss ich jetzt nachsynchronisieren. Also, ich habe hier 5 verschiedene Farbtöne genommen und Weiß als Grundfarbe. Nehmt nicht so viele Farbtöne, weil wenn ihr anfängt, nehmt erstmal nur 2, 3 Farben und eine Grundfarbe wie Weiß oder Schwarz. In allen Farbtönen sind Silikonöl drinne, 2 Tropfen. Außer in dem Weiß, also als Grundfarbton macht man das nicht rein, sondern erst nur in den Farbpigmenten. Der Keilrahmen kann verspannen. Ihr habt euch bestimmt schon gewundert, warum in den Keilrahmen immer so eine Tüten sind mit Keilen. Die machen hinten verspannen über die Ecken. Dadurch wird der Keilrahmen richtig fest gespannt und ist stramm und man kann da besser die Farben drauf gießen oder halt malen. Als Unterlage bereite ich den halt noch vor, dass ich zum Beispiel so eine Reißflecken hier an den Ecken ranmache. Das ist der Grund, dass der Rahmen nicht direkt auf der Unterlage liegt und wenn ich dann eine Püring
Medium ließe und der Farbe läuft alt runter, wenn es lieber würde es festkleben an den Untergrund. Deswegen legt euch was darunter, entweder Reißzwecken, dass es Abstand hat zur Unterlage, oder ihr legt halt diese Schnappgläschen, die ich habe, als leere, als Untergrund darunter oder irgendwelche Keile, einfach nur, dass ein Abstand und das in Ruhe trocknen kann. So, jetzt brauchen wir als erstes einen neuen leeren Becher, wo wir die Farben gemeinsam einmischen können. Ich habe hier jetzt 5 verschiedene Farbtöne benutzt. Wenn ihr anfangt mit Puring, nehmt nicht so viele Farben auf einmal zum ersten Mal, sondern es reicht, wenn ihr 2-3 Farbpigmente nehmt. So, wir machen es als erstes in den weißen Farbe als Grundierung drin, dann geben wir gelbe Farbe mit rein, gießen es langsam in den Becher hinein, nicht alles auf einmal. Wir nehmen dann die nächste Farbe, wieder ein bisschen weiß als Trennung, damit sich diese Farbtöne nicht vermischen. Ansonsten könnt ihr auch Farbton und Farbton mischen. Jetzt wird orange reingemacht und wir gießen das leicht jetzt rein, dass es leicht fließt. Dann nehmen wir wieder ein bisschen weiß. Und so geht es nach und nach weiter mit den anderen Farbtönen. Stück für Stück, Schicht für Schicht machen wir das. Und dann trennt es wieder mit weiß ein bisschen. Und ihr braucht auch keine große Leinwand nehmen für das erste Mal zum Puring. Ich habe jetzt eine Leinwand mal 20 x 30 cm genommen. Das reicht vollkommen aus, weil wenn ihr zu große Leinwände nehmt, die ersten Bilder gelingen vielleicht nicht, dann seid ihr sehr enttäuscht. Fangt ein kleines Bild erstmal mit an, es reicht vollkommen. Vorteil ist auch, ihr braucht nicht so viel Farbe auf einmal. Und wenn es nicht gelingen sollte, das Bild kann man jederzeit überpuren wieder neu machen. Also meine ersten 2 Bilder sind auch nicht so doll geworden. Die werde ich jetzt demnächst irgendwann mal auch wieder bearbeiten. Ja, also die Größe der Leinwände kommt von ganz automatisch alleine, also später mal. Also da wolltet ihr dann allgemein ein bisschen mehr dann haben, aber fang kleiner an, also es reicht das mal. Ist auch kostengünstiger, als wenn ihr gleich so eine große Leinwand euch zulegt. So, jetzt machen wir noch mal ein bisschen weiß rein. Okay, der Becher wird jetzt richtig voll. Noch ein bisschen orange, Reflexorange heißt die Farbe von Amsterdam. Jetzt geben wir so weit alles rein, die letzten Reste. Und dann gucken wir mal, was es kommt. Ein bisschen weiß noch. Ja, jetzt wird er schon richtig voll. Sieht schön aus. Und ein bisschen rot noch hin. Ja, perfekt. Ja. Noch ein bisschen weiß. Also ihr könnt die Farben auch so mischen, wie ihr es habt. Ihr müsst jetzt keine Farbtabelle jetzt befolgen. Macht nach eurem Gefühl. Man muss bloß sehen, welche die Grundfarbe sein soll und welche die Hauptfarbe sein soll. Und ja, aber sonst macht ihr Schicht für Schicht. Probiert es einfach aus, testet es aus. Puren ist einfach nur ein reines Testen. So. Jetzt ist der Becher auch soweit jetzt voll. Mal noch ein bisschen Blau rein. Dann haben wir jetzt alle Farben jetzt verbraucht. Ja, dann können wir auch dann gleich mal anfangen mit den Puren. Da ist ein bisschen weiß raufgekommen, mal ein Tropfen, das ist aber nicht schlimm, weil wir puren das Bild ja allgemein noch ein bisschen rüber. Das ist kein Problem. Also es ist in allen Farben Silikon drin, außer in den weißen, weil es als Grund für als Primärfarbe gilt. Da macht man es halt nicht, weil Zellenbrüche soll halt in den Farbpigmenten entstehen und nicht. Wie gesagt, es gibt verschiedene Puring-Techniken. Ein Flip Cup,
Da wird der Becher einfach über die Leinwand also umgekippt und die Leinwand umgekippt. Dann Dirty Pouring, da wird ja einfach so über Bild verteilt. Schmutziges Gießen heißt das jetzt ungefähr. Da kann man das so verteilen, kann schon einen Effekt. Also man kann einen Swirl erreichen, das machen wir beim zweiten Bild. Und man kann aber auch andere Technik. Mit einem Eierkarton hatte ich auch schon gemacht. Da ist zum Beispiel ein Link vom letzten Mal, wo ich es mit einem Eierkarton gegossen habe. Sehr gute Effekte. Das steht auch im Hintergrund am Fenster bei mir. So, wir machen jetzt einfach den einfachsten, den Flip Cup. Dazu den Becher halt nehmen. Leinwand am besten umdrehen. Becher hinstellen. Leinwand in der Mitte raufstellen. Festhalten beides. Und dann einfach umkippen. Bisschen stehen lassen, da kommt da schon ein bisschen was raus. Das ist gehört. Dann kann man, wie gesagt, dass sich die Farben besser noch ein bisschen verteilen, drumherum noch das restliche Weiß rumgießen. Man lässt es jetzt einfach ein bisschen stehen, dass sich die Farbe ein bisschen jetzt runterkommen, sacken lassen. Man kann natürlich auch eine kleine Stecknadel nehmen, die ich unten zur Befestigung genommen habe, und kann hier eine Seite einfach reinstechen, damit ein bisschen Luft drankommt, dann fließt es schneller raus. Seht ihr es jetzt? Jetzt kommt an der Seite schon die Sachen raus. Dadurch verteilt sich es dann besser. Man kann natürlich theoretisch jetzt auch den Becher komplett hochnehmen, je nachdem, welche Effekte man erzielen möchte. Ich würde, dass es sich so ein bisschen leicht verteilt. Und wenn man das halt dann nicht mehr so mag, dann nimmt man den einfach hoch und da läuft die andere Farbe alles heraus. Man sieht auch schon, dass sich die ersten Zellen jetzt bilden. Also den Rest, man kann auch mal hier noch was auskippen. Dann gibt es noch mal extra Effekte. Und wie ihr seht, es läuft hier schon extrem runter. Deswegen, ich habe ja auch gesagt, deckt alles ab und nimmt Handschuhe. Nicht ohne Grund. Jetzt schwenken wir es ein bisschen. Das sieht irgendwie geil aus. Also. So, um jetzt Zellen aufbrechen zu lassen, kann man hier so ein Flammiergerät nehmen. Man kriegt im Baumarkt noch größere Geräte, die primär Leistung, oder so ein kleiner reicht auch schon voll aus. Der kostet ungefähr so 590 aus. So. Den halt mal ein bisschen rüber, mach mal an und dann seht ihr, wie die Zellen hier schon aufbrechen. Seht ihr das? Da liegt sie. Oder hier vorne. Die sprechen dann wirklich auf und geben schöne Effekte. Einfach drüber halten. Nicht zu lange drüber halten, weil ihr kennt dann auch die Farbe verbrennen. Also immer so leicht drüber. Muss ein bisschen nachfüllen, das ist irgendwie fast leer. Und seht ihr, was schöne Zellen sich hier entbilden. Das sind schöne Effekte und daran seht ihr schon, jeder kann hier ein super Meisterkünstler werden. Einfach nur mal ausprobieren. Und wenn es halt nicht gefällt, kann man es jederzeit drüber malen. Jetzt machen wir dasselbe, dass wir es einfach schwenken, den Rest noch verteilen. Wir geben hier noch ein bisschen Weiß dazu. Das haben wir ja so übrig. Machen es drumherum. Nicht über ein Bild, weil sonst würde der Effekt jetzt rausgehen. Hier in den Seiten bloß. So. Und dann schwenkt man das Bild einfach mal ein bisschen. Zu allen Seiten gleichmäßig, dass sich das verteilt. Dann auch Zeug machen. Man kann hier ruhig mit der Handschuhe halt auch hier lang gehen, dass die Ränder halt gleichmäßig auch die Farbe erhalten. Ansonsten hin und her schwenken einfach. Die Farbe fließt halt von alleine dorthin, wo sie hin soll. Ansonsten hier ein bisschen nachhelfen, ein bisschen was drauf machen. Ich mache jetzt mal so ein bisschen runter. So, man kann hier wie gesagt ein bisschen so. Fließt es hier rüber. Wichtig, dass die Ränder komplett auch
gepurt werden sind. So, hier ein bisschen da noch runter. Hier ein bisschen rüber. Hier unten fehlt noch ein bisschen was. Hier fehlt noch ein bisschen was. Müssen wir gleich noch was machen. Ich sollte einfach hier ein bisschen lang gehen. Ansonsten macht man das Rest mit einem Malmesser, die Ränder noch. Oder halt mit einem normalen handüblichen Spachtel. So, sieht doch schon mal schick aus, oder? Dann legen wir es hin. Das meinte ich, es saut extrem rum. Da muss da wirklich aufpassen. So, für die Ecken, damit die Ecken auch richtig aus, kann man so ein Malmesser nehmen. Oder auch einen normalen Spachtel, den hatte ich ja zu Hause. Oder auch mit einem Pinsel machen, aber ich nehme eigentlich jetzt lieber den Malmesser. Einfach mit den hier lang ziehen. Gehen wir einfach hier lang. Auch dass sich die Nasen nicht lösen. Damit es dann nicht unten festklebt. So, einfach lang ziehen, geradezu machen. Jo. Wichtig, dass alle Ecken, alle Kanten gleichmäßig mit Farbe gezogen sind. Dann kann man es nicht auch frei aufhängen. Ansonsten muss man halt hier einen Rahmen rum machen. Deswegen, wenn man will, kann man noch mit dem Bunsenbrenner ein bisschen nachgehen. Noch ein paar Zellen aufmachen. Seht ihr, wie sie aufbrechen hier? Das macht das Silikonöl. Das trennt hier die Farbpigmente auf und dann entstehen, wie gesagt, schöne Effekte. Wenn ihr das nicht haben wollt, normale Farben nur Verlaufe haben wollt, dann macht kein Silikonöl oder nicht in allen und dann könnt ihr auch so eine großen Zellen einfach besassen. Das sieht dann auch gut aus, je nachdem, was er haben möchte. Ich finde es aber mit den kleinen Zellen, die aufspringen, richtig gerne. Seht ihr es wirklich hier? Es geht ratzpatz. Man hält den Brenner dorthin, wo man Zellen haben möchte. Und je nachdem, wie viel man reingemacht hat, in welcher Farbe, im Weiß passiert natürlich nichts. Aber drumherum hier, dieses Blau jetzt hier hinten. So, jetzt kommt das zweite Bild. Da habe ich die Amsterdam-Farben gemischt mit Antina. Und das ist Weiß Neo Acryl von Gerstecker. So, jetzt starten wir Bild 2. Bisschen ist mir die Farbe ein bisschen übergelaufen, das ist nicht so schlimm. Jetzt machen wir nochmal, aber eine andere Technik, ein Swirl machen wir. Machen wieder Weiß rein. Dann Gelb. Diesmal kippen wir alles rein. Das ist Grün-Gelb von Amsterdam. Wir trennen es wieder mit einer Weißschicht, damit die Farben sich nicht so vermischen. Das Orange-Gelb ist sehr leuchtend von Amsterdam. Gefällt mir sehr gut. Das wird ein sehr guter Effekt werden. Wieder ein bisschen Weiß dazugeben. Dann nehmen wir vielleicht mal das Grüne. Das ist ein bisschen größeren Kontrast. So, mit den hier. Jo. Wenn hier schon mal was raufkommen sollte, ist nicht so schlimm, weil es wird ja erst ein Puring. Es kommt also sowas rauf. Das macht jetzt nichts aus. Ihr müsst die Leinwand deswegen nicht austauschen, weil es kommt ja doch die Farbe darüber. Mit den tollen Effekten. Das Blau finde ich auch sehr schön. Die ganzen Farben habe ich euch in der Videobeschreibung aufgelistet, was ich für welches Bild benutzt habe. Guckt euch das einfach an. So. Also wir könnten ein Dirty Pool machen, Dirty Puring machen, da würde man es einfach rüber auskippen, in welcher Richtung man es auch haben möchte.
Wir machen jetzt ein Swirl. Wir drehen es jetzt aber ganz langsam. Einfach auskippen und dann ganz langsam drehende Bewegung machen. Dazu machen wir vorher nochmal ein kleines bisschen Weiß. Als Grundfarbe, damit sich das besser verteilt. So, und jetzt geht's los. Einfach den leicht auskippen, nicht so viel, auf einmal langsam auskippen lassen und dann drehen. So. Ihr seht schon, es stehen wahnsinnige Farbeffekte. Immer kreisende Bewegung. Jetzt kommt natürlich ein bisschen mehr Blau raus. Jetzt kommen die anderen Farben raus. Am besten ihr macht es mit einem Messbecher, weil da ist die Tülle vorne sehr eng, sehr klein, sehr spitz. Da kommt halt noch weniger raus. Ruhig immer weiter drehen, 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 drehen. Das ist die Schwirrtechnik wie ein Wirbelsturm beim Führing. Weiß an den Seiten kippen, damit es dann gut verteilt. So, jetzt nehmen wir wieder unseren kleinen Flammenwerfer und versuchen wieder ein bisschen Parzellen aufbrechen zu lassen. Hier sind allen Farben Silikon drinne. Nur nicht in Weiß. Ihr seht schon, wie das hier aufbringt. Aufspringt die Zellen. Ihr könnt auch hinterher raufgehen. Ihr könnt es auch erst jetzt kippen, so schwenken das Bild und dann darüber gehen. Da fehlt noch ein kleines bisschen Blau. Da drehen wir hier noch ein bisschen was rein. Trotzdem Kontrast. Vielleicht noch das rosa ein bisschen. Wie gesagt, man kann das so spielen. Einfach alles ausprobieren. So wie es einem richtig gefällt. Und jetzt schwenkt man es einfach noch mal ein bisschen. Einfach gleichmäßig in alle Richtungen. Und vor allem, es bleibt so ein bisschen, das ist so wie Jahresringe an einem Baum. Wenn man es gleichmäßig macht, schön darauf achten, dass die Ränder wieder auch bedeckt sind. Dann zurückgehen. Also die Ränder sollten komplett auch mit der Farbe bedeckt sein. Dass die mal noch was übrig, kann man noch was drauf machen. So, drehen wir es da noch ein bisschen hin. Wir nehmen hier was mit drauf, das verteilt sich super. Das kann man da alles mitnehmen, dann hat man noch ein bisschen Effekte. Das ist Vorteil, man kann hier schön rumsauen. Das kann man auch mit seinen Kindern machen. Das ist eine schöne Beschäftigung. Wichtig ist, dass man alles abdeckt, den Boden noch abdeckt. So. Aber ich weiß nicht, wie ihr es findet. Ihr könnt es gerne in den Kommentaren unten mal schreiben. Ich finde es sehr schön. Unter allen Kommentaren, die unter diesem Video einen Kommentar da lassen mit dem Hashtag Olandix-Bild, verlose ich diese zwei Bilder. Also einfach einen netten Kommentar hinschreiben unter dem Bild, was euch gefallen hat. Hashtag Olandix-Bild. Und dann werde ich einen von den Kommentaren schreiben, ziehen und ein paar Privatnachrichten benachrichtigen, und der dann die Möglichkeit hat, diese Bilder zu gewinnen, schicke ich Ihnen dann gerne zu, wenn es euch gefällt. Ihr seht schon mal wieder, Hände total mistig.
Wir gehen nochmal die Kanten lang. Hier ist noch eine Ecke, die nicht gemacht ist. Dann machen wir halt noch ein bisschen Farbe drauf hier. So. Da jetzt Fließtechnik ist, fließt es automatisch dann dorthin. Das ist eine ganz einfache Technik. Es kann wirklich jeder und es entstehen schöne Bilder. Man hat sehr gute Ergebnisse. Wichtig, dass die Ecken wirklich schön gleichmäßig gepurt sind, damit man das auch überall aufhängen kann, ohne dass man einen Rahmen extra rum machen kann. Trocknen dauert es ungefähr so, naja, 2-3 Tage. Jetzt können wir natürlich auch wieder mit einem Bunsenbrenner arbeiten. Dann breche ich noch ein paar Zellen auf. Seht ihr das? Wie die aufspringen. Also wenn ihr das nicht machen wollt, dann braucht ihr das halt nicht. Dann lasst das normal trocknen, dann bleibt es halt so und groß. Aber wenn ihr halt so eine kleine Feinzellen haben wollt oder größere, je nachdem, was für Silikonöl ihr nehmt, könnt ihr da noch schön euch austoben. Könntet ihr auch mit einem Malmesser noch rübergehen und noch Konturen zeichnen. Euer Fantasie ist freien Lauf gelegen. Probiert es einfach aus, testet. Ihr könnt nichts verkehrt machen. Und wenn es mal wirklich dann euch dann nicht gefallen hat am Ende, das Bild, man kann es immer wieder übermalen und ein neues Poring rausmachen. Das ist das Gute dabei. So. So, das Video ist jetzt zu Ende. Es freut mich, wenn ich euch ein bisschen weiterhelfen konnte und einen Einblick in die Puring-Technik geben konnte. Ihr seht, es ist ganz einfach. Man kann es wirklich jeder probieren. Es macht sehr viel Spaß, aber deckt bitte alles ab. Nehmt Handschuhe dafür, weil es ist eine Riesensauerei, habt ihr gesehen. Ansonsten, wenn euch noch mehrere Puring-Techniken interessieren, guckt einfach in meinen Videos. Ich zeige euch da mehrere verschiedene Anwendungen. Es ist sehr interessant und ihr werdet mit Tag und Tag immer besser damit. Also es macht wirklich Spaß. Probiert es aus. Nehmt, wie gesagt, nicht zu viel Farben. 3 Farben und weiß oder schwarz dazu reicht vollkommen aus. Nehmt kleine Leinwände zum Anfang, damit ihr nicht enttäuscht seid, falls das erste Mal nicht gelingen sollte. Probiert es beim nächsten Mal, dann wird es sehr gut und dann ist es super. Wenn euch das gefallen hat, dann lasst gerne in den Kommentaren einen netten Kommentar runter. Doppelt die Moppet, ich weiß. So, unter dem Hashtag OlandixBild verlose ich die beiden Bilder, die wir jetzt gemacht haben. Schreibt einfach einen Kommentar unter diesem Video mit dem Hashtag OlandixBild und ich werde unter allen Einsendern, die einen Kommentar abgelassen haben, die Bilder verlosen. Sind mehr als 10 Kommentare, die dann diesen Hashtag verwenden, dann werde ich jeweils ein Bild an 2 geben, weil dann ist die Freude größer, wenn mehrere davon beschäftigt sind. Ansonsten, wenn es halt weniger als 10 sind, kriegt einer das Boss. Das ist ein loses Verfahren. Also schreibt einen netten Kommentar mit dem Hashtag OlandixBild und dann kennt ihr die Bilder, schicke ich euch sie gerne zu. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bleibt dran, gebt einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, dann verpasst ihr kein neues Video von mir. Bis dahin, macht's gut, habt einen schönen Tag und bis später. Ciao, ciao, euer Olandix.